Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ich glaube, unser Begleiter wird gleich wieder sterben. Richtig. Weswegen wir ihn töten müssen vorher. Ach, das klappt doch gar nicht. So. Oh. Ich brauche einen Heiler. Hat das geklappt? Das hat geklappt! Wir haben es gerettet! Ja, so beginnt die Folge doch schon mal perfekt. Tränenvolk, klar, dafür müsste ich den Fluss überqueren. Das ist kacke. So, obwohl. Das ist ja das da. Weiß keiner. Jetzt kommt wieder die Glockenmusik. Das ist von Fallout 2, meine ich übrigens zu glauben. Hallo. Der Tränenvolk Gabelungslagerplatz. Ein Negligé. Das möchte ich jetzt nicht zwanggleich tragen. Sie werden viel, viel besser sein als Signaltrommeln und Rauchzeichen. Mhm. Ja, aber hier ist sonst nichts. Bringt dementsprechend nicht so viel. Über den Raupenhügel. Da hinten, das sieht schon so aus wie so ein Raupenhügel. Du bist doch bei mir, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ich weiß nicht, was da ist. Wahrscheinlich Raupen. So ein paar... Shit. So ein paar schöne Baufahrzeuge. So, kommt man da nicht hoch? Wow! Wo? Ach da. Ich hab doch noch andere Waffen. Wo es vielleicht erstmal sinnvoller wäre, die zu nutzen. Eine Karawanschrotflinte. Schön. Ja. Das mache ich sogar. Ein Lichtbringer. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Hallo. Die Kumpa me. Stimmt. Oh, Feuerbombe. 12,0. Oh, nee. Dann lieber so rum. Ja, da habe ich keine Waffen mehr, dann nehme ich halt den Granatwerfer als nächstes. Da war jetzt aber nichts mehr weiter, weil es ein Raupenhügel, deswegen gehe ich jetzt zur Sweet Flower Höhle. Wo ich noch nicht sicher bin, wo ich lang gehen muss, rechts oder links, oder ob es egal ist. Weil es sieht aus, als würde es links hier hingehen und rechts hier hin. Was steht da? The Narrows. Die Narrows sind gleich dort vorn. Das ist Tränenvollgebiet. Sie sind recht friedlich. Aber man will sie nicht wütend machen. Keine Sorge, das ist nicht unser Ziel. Und selbst wenn, das kriegen wir hin. Wir haben 13 Granaten in unserem Granatwerfer.
Also, keine Sorge. Hallo? Ja, Attack. Ja. Die Sweet Flower Halle ist da unten. Oh, das Wasser war wohl nicht so tief. 8, 16, 24. Wo ist denn? Sie sind von Joshua Graham zu uns gesandt worden. Der Vater in den Höhlen segne sie. Daniel erwartet sie. Ihr Bärenhandschuh gefällt mir. Wo kann ich so einen bekommen? Die Yao Guai Faust ist unser heiliges Symbol. Er zeigt, dass wir zum Stamm gehören und eine gefährliche Aufgabe angenommen haben, um ihm zu helfen. Jedes Stammesmitglied stellt seine eigene her. Und nur dann, wenn er einen Yao Guai getötet hat, der unser Volk bedroht hat. Unser Schamane Weißer Vogel überwacht die Riten. Vielleicht lässt er sie eine solche Aufgabe übernehmen, wenn sie mit ihm sprechen. Wer sind Sie? Man nennt mich Erwachende Wolke. Ich bin die Hebamme für das Tränenvolk. Das klingt unheilvoll, nicht? Hebamme des Tränenvolks. Hebamme? Ich habe ja gar keine Kinder gesehen. Die Kinder und die Alten wurden bereits aus dem Lager evakuiert. Sie sind in Sicherheit, solange die Weißbeine keine Gewalt zu uns bringen. Was tun Sie, wenn Sie gerade keine Kinder auf die Welt helfen? Ich behandle Verletzungen und Krankheiten, die unseren Stamm heimsuchen. Ich suche in den Tälern nach Kräutern für meine Medizin. Reden wir über was anderes. Worüber werden Sie sprechen wollen? Können Sie mir etwas über diesen Daniel erzählen? Wer ist er? Daniel ist ein weiser Mann und ein Freund des Tränenvolks. Er lehrte mich die Sprache Neukanaans, das Englisch aus den heiligen Büchern. Heilige Bücher? Ja. Die Sprache der Neukanaaniter ist die heilige Sprache, denn es ist die Sprache, in der ihre heiligen Schriften geschrieben sind. Der Vater in den Höhlen gab sie ihnen nach dem Gericht, aber die Vorfahren des Tränenvolks versündigten sich. Ihnen wurde die Sprache verwehrt. Kennen Sie ihn schon lange? 6 Jahre. Er wohnte der Geburt meines Kindes bei. Es war eine schwere Geburt. Der Fluss trug mein Wasser fast zum Vater und mein Kind mit ihm. Daniel kannte sich mit der Medizin Neukanaans aus. Er rettete unser beider Leben. Danach bat ich Daniel, mich zu lehren, was er über Geburt wusste. Er willigte ein. Und hier bin ich nun. Aha. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Stamm. Wir durchwandern die Narrows seit dem Ende in Feuer. Als der Vater in den Höhlen die Welt strafte und uns die heilige Sprache vergessen ließ. Wir lebten in Eintracht mit den anderen Stämmen des Tals. Zumindest bis Salz in der Wunde und seine Weißbeine hierher kamen. Wir verdanken es Daniel, dass wir weiterleben. Sein Rat und seine Hilfe waren es, die die Weißbeine bislang davon abhielten, uns zu überrennen. Ich weiß jedoch nicht, wie lange er uns noch beschützen kann. Was wissen Sie über Salz in der Wunde? Er ist der Kriegshäuptling der Weißbeine und der grausamste von ihnen. Er vernichtete viele Stämme und die Krieger, die er erschlug, sind zahllos. Wer oder was ist Vater in der Höhle? Haben Sie nicht vom Gott der Neukanaaniter gehört? Er beschützt und richtet über uns. Er half unseren Vorfahren, ihren Platz in Zion zu finden. Er beschenkte uns reich, aber wir dürfen ihn nicht aufsuchen. Seine Höhlen sind für uns verboten. Die, die nach ihm suchen, werden uns genommen. Das klingt nicht wie das, was ich über die Neukanaaniter gehört habe. Vielleicht verstehen Sie die Neukanaaniter noch nicht vollständig. Ich habe die Bilder des Vaters gesehen. Seine heilige Braut und sein Kind wurden der Welt gegeben, sie zu retten. Sie lebten in den Höhlen der Berge. Höhlen, die noch heute zu sehen sind. Die Menschen versündigten sich und wurden bestraft mit dem Ende in Feuer und Verlust der heiligen Sprache. Nur die Neukanaaniter wurden verschont. Ich verstehe. Faszinierend. Daniel kann Ihnen sicher mehr dazu sagen. Sein Wissen über den Vater ist größer als mein eigenes.
Das ist alles, was ich im Moment wissen muss. Ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen zu sprechen. Jo. Trotzdem, wo ist diese Scheißhöhle? Hä? Direkt hier geradeaus. Da oben. Glaube ich. Ja, Sweet Flower Höhle. Hallo. Ich glaube ja nicht, dass das so gefährlich ist, weil das ist ja direkt in der Nähe der Stadt. Das hat mich einfach nur erschrocken. Nun, Feuerbombe habe ich. 10 mm habe ich keine Munition. Das hier. Ich hab das Ding zerfetzt. Oha. Ja, so ist's. Richtig. So, und wieso habe ich jetzt immer noch nicht meine TP voll? Das ist, glaube ich, einfach nur Muni sparen da. Ey. Das will man gar nicht töten eigentlich. Egal. Diese Damals-Medizin riecht eigenartig. Aber ich schätze, sie wirkt. Ja. Das tut sie, mein Freund. Ja, das war ja jetzt nicht so die super Höhle. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr gedacht. Naja. Ne? Man hört nur Fliegen. Ein paar weniger einzelne. Ja. Wieso ist das denn jetzt plötzlich so dunkel? Wow! Wer bist du? Achso, erwachende Wolke. Aha. Muss aber weiter den Fluss entlang, okay. Boah, das wird laut. Okay, gar nicht so laut. Normal kenne ich das, dass die dann immer so extrem laut sind. Mich wundert das, dass die noch so ergiebig sind hier, die Canyons. Ich nehme nicht mal was langsam was Neues. Das ist wahrscheinlich alles da oben, ne? Und ich bin noch hier unten. Das könnte natürlich ein Grund sein, weshalb ich nichts entdecke. Oh man, so viele Xenawurzeln. Das ist ja der Hammer. Höhle von weißer Vogel. Was haben wir da? Da ist wahrscheinlich weißer Vogel. Xanderwurzeln. Hallo. Hola aus den Städten. Willkommen, Kind der Vorzeichen. Du kommst, um Visionen von Wahrheit zu empfangen? Na. No. DLC. Was? Ich weiß nicht, was Vision der Wald bedeutet. Nimm Medizin, töte Bär. Such Medizinpflanze. Zurückkehren mit heiliger Datura-Wurzel. Empfange Visionen von Wahrheit. Sie dich leiten. Warte mal, wenn ich das... Okay, ich denke, ich gehe einfach. Geh. Zurückkommen kann sein Ja... Kann sein, nein. Aber geh. Diese Damals-Medizin riecht eigenartig.
aber ich schätze, sie wirkt. Ja. Ich muss ja noch eine Pflanze davon sammeln, von dieser Heiligen. Das sieht voll schick aus hier mit diesen kleinen Lichtern überall. Was ist hier für eine Crossroads-Höhle? Das sind alles die Wohnungen von denen, ja, ne? Quasi. Was machen denn die Stammes... die Weißbeine hier? Das ist ja mitten im Gebiet von denen. Feuerwerk, so. Ein Rösti. Hoi. Ich hab doch hier so Granaten bekommen. Feuerbombe da. Das war ja fast effektiv. Ja klar, der überlebt das. So. Aha, noch mehr Feuerbomben. Waffenbindungsritual. Nehme ich einfach mal vorsichtshalber mit. Interessant. Und ist das denn so eine ewig lange Animation? Du brennst übrigens. Na, komm schon. Stirb! Oh. Ist da eine Feuerwehraxt? Hä? Da. Da kann ich hier auch reparieren. Aha, wie nice. Ja, ich bin verwundert, dass hier im Gebiet mittendrin so diese... So wie ich es gehört habe, hat Salz in der Wunde alle in Neu-Kanaan abgeschlachtet und ihre Leichen an die Klippen genagelt. Interessant. Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr interessant, dass die hier mitten in den Höhlen leben. Die müssen sich doch bekriegen. Süß. Hallo. Was hat er gesagt? Schlappschwanz? Aber interessant, 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 was hier alles so ist. Vor allem sehr ergiebig auch. Wo komme ich denn hier raus? Aha. Da ist noch eine Höhle. Glass-Scheimhöhle. Was ist jetzt hier angesiedelt? Na.
Was zur Heiligen? Da sind auch die Stammbeine. Weißbeine, warum? Was ist denn falsch da? Ah, wenn ihr schon alle mit Nahkampfwaffen kämpfen. Kann ich Verstärkung? Medizin? Irgendetwas? Ja, ja. Ich brauche einen Heiler. Was so? Ja. 50 MG Munition, ja, das kann man machen. Panzerbüchse. Ja. Noch eine Panzerbüchse. Noch eine Feuerwehraxt. All die sind nicht schlecht ausgerüstet, muss man mal so sagen. Ich glaube nicht, dass Menschen irgendwo in großen Gebäuden ihr ganzes Geld weggeben, nur um jemanden Papierstücke auf einen Tisch legen zu sehen. Naja. Naja, so funktioniert das Bankwesen in der modernen Welt. Ich bin halt immer noch erstaunt, wieso und wie die hier in Koexistenz leben können. Ich meine, die müssen doch nur rausgehen. Dann sind die doch schon bei den Tränenvolk. Ich dachte, die löschen alles aus. Ich dachte, die sind die Legion. Komisch. So, die Stone Bones Höhle fehlt noch. Sich dafür runter? Au! Ja, das hat er. Hä? Ich gehe mal wieder hoch. Ich weiß nicht, wo die sein könnte. Man sieht da ja auch keinen Eingang oder so gerade. Ja. Das war die Crossroads. Ich musste eh woanders hin. Ich musste hier zum Lager des Tränenvolks. Nochmal speichern. Und bis zur nächsten Folge. Und tschüss.